Ja, die 199 anderen Lurkers, die haben wir nämlich vor der Tür gelassen. Die waren nicht so sympathisch wie der Philipp, den ich hier heute ganz herzlich begrüßen darf in meinem Talk Jeep. Hallo Philipp, großartigen Applaus von euch, bitte. Schön, dass du da bist, Philipp, von der Band 200 Lurkers. Die Menschen, die dich jetzt gerade sehen und die kennen dich aus dem Internet oder eigentlich nur aus dem Internet. Warum? Weil Live-Spielen immer bedeutet, große Organisation, man braucht eine Band, man muss einen Proberaum haben, der ist sehr teuer in Köln. Und das Internet ist einfach kostengünstig, es geht schnell, wir können die Sachen hochladen als MP3, jeder kann sich die Songs runterladen, hat einfach viele Vorteile. Also man kann die Sachen völlig legal runterladen, sich seine eigene CD mit deinen Songs zusammenstellen, ohne Angst haben zu müssen, dass da irgendwann die Polizei vor der Tür ist. Nee, keine Angst. Also wir freuen uns auch, wenn Leute das dann weiterbrennen oder an Freunde schicken oder sowas. Ist sozusagen for free. Und das auch mit sehr großem Erfolg. Wenn man so ein bisschen auf deiner Internetseite rumblättert, dann entdeckt man Menschen aus den verschiedensten Ecken der ganzen Welt. Also da ist die USA, da ist Italien, da ist Portugal, England. Wie erklärst du dir das Ganze, dass das so weltübergreifend eigentlich ist? Ich habe keine Ahnung, aber das ist natürlich wiederum der Vorteil des Internets. Also, dass Leute von überall her darauf zugreifen können. Ich weiß nicht, ob Freunde einen Link verschickt haben oder ob die Leute über Google irgendwas suchen und dann zufällig da drauf kommen. Ich weiß es nicht. Ich freue mich natürlich, im Prinzip denke ich aber, ja, ist auch egal. Muss man auch nicht drüber nachdenken. Hauptsache, die Leute kennen einen, mögen die Musik. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Ja, es fällt mir immer schwer, die Musik zu beschreiben, weil ich ja die Musik selber mache. Deswegen muss ich sie eigentlich nicht beschreiben, weil sie ja immer irgendwie dabei ist. Ich weiß nicht, Laurie Anderson hat mal gesagt, über Musik zu sprechen ist so wie über Architektur zu tanzen. Also irgendwie, ihr hört es ja gleich. Eben, genau. Lassen wir das. Ihr sperrt gleich die Ohren auf, denn da wirst du uns zwei Songs zum Besten geben. Jetzt der Name 200 Lurkers. Wofür steht die Zahl und wofür der Name Lurkers? Ja, Lurker ist jemand eigentlich, der, es ist so eine Art Internetjargon, wenn jemand auf einer Mailingliste ist, selber aber nicht schreibt, sondern nur liest. Also nur sozusagen passiv die Sachen liest, nennt man ihn auch Lurker. Und ich fand es sehr interessant, dass man da diesen Zusammenhang zum Internet hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass ein Lurker eigentlich jemand ist, der still ist und nichts sagt. Und 200 einfach, weil ich die Idee der Vielheit ganz schön finde. Also dass man selber immer schon viele ist. Es machen relativ viele Leute mit bei dem Projekt, mehr oder weniger freiwillig. Und daher halt einfach die Zahl 200 Lurkers. Aber wenn man Musik macht, und du bist ja jetzt nicht nur instrumental, sondern du singst ja auch, dann sagst du ja auch was. Wie passt das dann mit dem Stilltsein eines Lurkers zusammen? Ich sage was, aber ich versuche eigentlich nicht, die Musik so zu machen, dass ich das Gefühl habe, ich drücke jetzt irgendwas Persönliches aus. Also ich versuche es eigentlich abstrakt zu halten, weil, also seien wir mal ehrlich, niemand interessiert es, wie es mir geht. Also wichtig ist, dass die Leute oder die Menschen, die die Musik hören, eine Beziehung zu der Musik herstellen können. Insofern sollte die eigentlich abstrakt sein. Also abstrakt jetzt nicht im Sinne von theoretisch abstrakt oder umständlich ausgedrückt, sondern so, dass jeder einen Zugang dazu finden kann und dass es eigentlich nichts Persönliches ist. Und insofern ist es so ein bisschen, dass ich eigentlich hinter die Songs zurücktreten möchte. Es geht nicht darum, dass ich jetzt was mich ausdrücke, was ich fühle oder erlebt habe, sondern es geht generell darum, so eine Art, Idee oder Gefühl auszudrücken, das aber abstrakt ist irgendwie. Schöner Grundgedanke, den sich der ein oder andere Musiker, auch gerade in Deutschland, vielleicht mal hinter die Ohren schreiben könnte, weil das interessiert ja auch nicht so wirklich was, die dann von sich preisgeben. Aber du hast jetzt eben schon gesagt, also du sitzt hier allein, aber hast schon gesagt, es arbeiten wahnsinnig viele Menschen mit dir zusammen. Gleich werden wir auch noch den Bernd sehen, der heute mit dir zusammen auftritt. Wenn du dann auftrittst, kann man sich das dann so vorstellen, dass ständig die Personen auf der Bühne wechseln? Mhm. Ich bin noch nie aufgetreten als 200 Lurkers. Ich glaube, ich werde die ganzen Leute einfach in den Computer sperren. Das heißt, ich nehme dann das iBook mit und werde dann halt einfach die entsprechenden Samples über das iBook laufen lassen, sodass die 199 Lurkers, die halt noch fehlen, in dem Computer dann drin sind. Wie kommst du, also ich will eigentlich noch nicht so viel verraten, aber Bernd sitzt gleich vor einem Kinderxylophon. Wie kommt man da drauf, solche einfachen Geräte einzubinden?
Ja gut, muss man natürlich sagen, das ist ja nicht mir eingefallen. Es gibt total viele Bands, die sowas machen, Sigur Rós zum Beispiel, mit Xylophon arbeiten. Und oft sind halt die einfachen Effekte die Effekte, die noch stärker sind, als wenn man da jetzt mit dem ganzen Orchester sitzen würde. Daher eigentlich. Sehr schön, ich schlage vor, dann hören wir uns das Ganze doch mal an, gehen schon mal rüber zu unserer kleinen Studiobühne und du wirst ein paar Lieder zum Besten geben.